Also es sind sehr viele gute Ideen dabei. Ich habe selber auch eine Idee vorgeschlagen. Und das Beste ist, ich habe wirklich schon sehr viele Anregungen bekommen, um diese Idee weiterzuentwickeln. Und bin wirklich überrascht, wie viel Inhalte und wie viel Potenzial in dieser Gruppe drinsteckt. Ich bin wirklich gespannt, wie das in den nächsten zwei Tagen weitergehen soll. Aber die Themen, die hier angesprochen worden sind, ganz interessant, vor allen Dingen, weil sie das ganze Spektrum der Wertschöpfungskette unserer Branche abdecken. Wir haben Shop-Lösungen, wir haben Individual-Content-Zusammenstellungen, wir haben Backend-Prozesse, Abrechnungsverfahren, also es deckt wirklich alles ab und das zeugt davon, dass das die richtige Mischung ist. Also sehr viele Ideen, mehr als man so auf den ersten Blick schon bewältigen und überblicken kann. Ich persönlich bin jetzt auf der Suche nach Prototypen, die eigentlich tatsächlich auch bis Oktober umsetzbar sind. Das ist also für mich persönlich einfach ganz wichtig. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch mehr, aber das war jetzt schon mal ein ganz, ganz guter Start, weil also das Grundinteresse ist auf jeden Fall vorhanden und das ist auch gebündelt. Wir wissen, wo Möglichkeiten bestehen. Natürlich gibt es auch so ein paar Ideen, die sehr speziell sind, wo ich zum Beispiel überhaupt nichts damit anfangen kann. Aber so die Grundidee, das ist einfach der digitale Bereich, der eine ganz große Rolle spielt. Und gern auch, wie kann ich Amazon quasi übertreffen oder Amazon nehmen und für mich verbessern. Und manche Sachen sind so ein typisch, ach, Amazon ist ja eh kacke, machen wir was Besseres. Und andere Sachen sind eher orientiert, lernen wir aus den Sachen, die schon bestehen und verbessern wir das, passen wir das an. Und ich finde, da gibt es ganz, ganz viel Potenzial und ich fühle mich auch gut angenommen hier, also als Nachwuchs. Also man nimmt mich ernst, zum Glück. Also ich glaube, innovativ genug sind wir auf jeden Fall. Ich fand es ganz gut, gerade jetzt das Feedback der anderen Teilnehmer zu nutzen, um ein bisschen so meine vielen Ideen zu filtern und sie wirklich auch dann auf zwei, die ich jetzt präsentiert habe, runterzubrechen. Ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen, welche von beiden Ideen ich mehr Energie reinstecken soll und wie ich sie beide in den Elevator-Pitch reinkriege. Aber ich bin da zuversichtlich.